dieses Jahr steht kurz vor der WM in Mexiko. Das heißt, die Sportlerinnen und Sportler versuchen sich hier nochmal Qualifikationszeiten zu holen. Und von daher ist eine gewisse Spannung heute im Raum.9:15.69. It is a new world record for Jessica Jane Applegate. Die IDM ist so groß wie noch nie zuvor. Es ist schwerer hier im Finale eine Medaille zu machen als bei den Paralympics, weil wir Multiclass-Finals haben. Das heißt, verschiedenste Startklassen stehen im Finale und treten nach Punkten gegeneinander an. Atmosphere is amazing. I think it's the best place in the world. Every time that I came here, it just surprised me all the time what I do when I swim. So definitely, it's the best pool in the world. It's the best atmosphere in the world. So if you don't have a chance to come here, so please come. Wir freuen uns natürlich auch insbesondere, dass über die Hälfte der Athleten hier inzwischen junge Nachwuchsathleten sind, denen es darum geht, hier mal zu schauen, den Anschluss an die Weltspitze zu schaffen, zu gucken, wie schwimmen die Großen und natürlich vor allen Dingen, um selber persönliche Bestleistung zu erreichen. Ich habe letzte Woche sehr hart trainiert und ich glaube, das zahlt sich schon aus. Gestern habe ich auch schon eine Bestzeit geschwommen auf 50 Schmetterling von 33 Sekunden auf 32 Sekunden und ich habe nicht mal für 50 Schmetterling trainiert. Kann man sich einfach mit der Welt oder man kann sich versuchen, in der Welt zu etablieren als junger Nachwuchssportler. Und ich glaube, das ist gerade das große Highlight. Viele gehen vielleicht auch nach Hause und denken sich, wieder nichts gewonnen und so und sehen aber nicht diesen positiven Effekt, dass sie vielleicht 10., 11., 12. im Nachwuchs international geworden sind, sondern sie sehen einfach nur, ich bin nicht Erster geworden. Also ich finde, ohne IDM kann man sich gar nicht entwickeln. Das ist wirklich so. Ist jetzt nicht übertrieben, weil die IDM ist einfach ein Meilenstein für alle Sportler, vor allem wenn sie jung sind. Also auch ein Torben Schmidt und eine Maike Naomi sind hier groß geworden. Ja, also generell guckt man halt auch, was andere so machen und was sie machen, wenn, damit sie erfolgreich werden. Und hier kann man natürlich auch dann mit anderen Nationen noch in Kontakt treten und die vielleicht auch mal fragen, ne? Wenn man sich natürlich traut als junger Sportler. Der André Brasil aus Brasilien und ja, den würde ich natürlich fragen wollen, wie er schafft, so ruhig im Wasser zu sein. So Jan, especially for you. Just training hard, training a lot, dream a lot, and definitely one day I just see you and what you want to be is say, congrats man, you are the world champion, you are the Paralympic champion. See you there. Spaß im Training, Spaß beim Wettkampf und Spaß auch außerhalb des Beckens. Anders geht's nicht. Wenn du keinen Spaß hast, kannst du auch nicht schwimmen.